Einen, so wie es aussieht, leider verregneten Tag wünsche ich euch tatsächlich nicht. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure DLC Pass. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Hat es überhaupt noch einen Namen danach? Egal. Wir sind beim letzten Mal, ich weiß es nicht, das letzte Mal ist für mich schon 3-4 Tage her. Deswegen muss ich leider sagen, starten wir ein bisschen unvorbereitet hier hinein. Oh, aber wir holen anscheinend Waschmaschinenteile zurück. Das ist wichtig. Ich muss mal wieder waschen. Und mein Mikrofon gescheit platzieren. Weil das schaffe ich irgendwie nicht vor der Aufnahme. Okay, wir haben Verteidiger. Oh, die werden sogar angekündigt. Okay. Besonders bösartiges Bollwerk. Ah ja. Diesmal haben die Sammler ihre großen Brüder mitgebracht. Die Verteidiger. Groß, böse und geschützt. Ein kleiner Tipp. Ihr müsst die Verteidiger umgehen, damit eure Angriffe nicht von ihren Schilden abgewehrt werden. Ganz genau. Wer das Haupt-LP gesehen hat, der weiß Bescheid. Ich will nochmal kurz die Musik appreciaten. Ich komme nicht in eine Röhre. Okay, I see. Ich wollte mich nämlich erst dahinter verstecken. Ich kann aber durch eine Röhre raus und dann hier hoch. Das ist Cheaten. Ich liebe es. Oder wir throwen es auf dem. Auf dem. Wir werfen es auf dem. Nee, das macht mehr Damage. Ja. Machen wir erstmal. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Es ist wieder ein paar Tage her. Ich bin wieder ein bisschen raus. Aber das tut. Ich habe gesehen, gestern kam die erste Folge zu Mario Kart Speed Drive. Euch scheint das zu gefallen. Ich gucke auf jeden Fall nach mehr Mario Kart Fangames und sowas. Den treffe ich doch. Was ist das für eine Flugkurve? Sieht aus wie so ein... Hat Gandalf sowas? Nee. So ein Stab mit so einem Haken oben dran. Die verlängerte linke Hand oder rechte Hand eines Piraten. Genau. Ja, aber wir laufen erstmal noch mit den anderen, weil wir können hier einen Dash zu... Einfach down. Wir können sogar hier hoch. Jumpen, aber treffen nicht. Oha, oha. Ich hätte ich übersehen. Können wir... Okay, also wir können uns auf jeden Fall nicht um den da kümmern. Ja, wobei aber, wir könnten trotzdem nach oben, weil oben fühle ich mich immer ein Stück weit sicherer einfach. Wenn wir uns hier hinstellen, können wir von dem vorerst nicht getroffen werden, außer er bewegt sich. Was ich natürlich nicht hoffe, wird er aber machen. Ich weiß nicht, ob ich auf den schießen soll, den runterballern soll oder nicht. Frankie, du kannst gar nichts. Finde ich gut. Ich muss überlegen, auf welche Seite wir uns konzentrieren. Also hier ist ein Bananenteil. Waschmaschinenteil ist das gleiche. Hier ist eins. Okay, dann... Wir haben halt Verfolgerradio. Nicht Verfolgen. Wie heißt das bei denen? Bei denen heißt das anders. Fluchtradius. Nee, den macht DK. Ja. Den muss DK machen. Lebt denn? Das ist nicht dein Ernst. Schräger Blick rein, auf jeden Fall. Hauptsache, einer ist wenigstens raus. Boah. Oh, wie strong. Das hätten wir vorher machen sollen. Wobei, DK hätte keinen anderen treffen können. Okay, er scheinbar auch nicht. Vielleicht traut sich ja jemand in den Radius, wer weiß. Die Hoffnung ist immer mal da. Okay. Ja dann, let's go. Wir können viel zu weit laufen. Oha. 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 Da tankt auf jeden Fall einer ganz schön ordentlich was weg. Aber 36 Leben hat er noch. Okay. Nice. Wenn ihr kein weiteres Donkey Kong Rumgeballere verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Weil Donkey Kong wird es häufiger geben, bin ich mir sicher. Ist es DK mein Lieblings... Genre, wollte ich sagen. Es ist nicht mein Lieblingsgenre, es ist mein Lieblingsvideospielcharakter. Das klingt weitaus besser.
Oh, wir können. Weil wir Thrones of E. Ja, weil er hat irgendeinen Effekt drin. Schönen Tag noch. Da können wir uns nämlich jetzt auf die rechte Seite konzentrieren. Was heißt auf die rechte Seite? Wenn wir rechts sind, laufen die wieder nach links. Ist halt so. Natürlich treffen wir keinen. Was für eine Erwartung habe ich denn? Boah, stell dir vor, da würde eine Bombe reinfahren. Und würde einfach jeden mitreißen. Uff. Ja, er tankt das und geblärmt. Beide sind... Schönes Ding. Schönes Ding. Ich kann nicht mehr schießen. Der kann dashen, gell? Ungut gelaufen. Aber ich stelle mich mal dahin. Ich verteile jetzt ein paar nach rechts, ein paar nach links einfach. Frankie wird links bleiben, falls die nach drüben laufen. Einer wird... Die werden vorne sein, einer hinten. Und dann mache ich das so ein bisschen... Wieso kann Cranky nicht laufen? Weil er Honig... Ach so. Cranky ist also der Nutzlose heute mal. Bin ich gut? Nö, eigentlich nicht. Und meint ihr, der kommt bis zu mir gelaufen? Man kann es ja mal ausprobieren. Komm. Oh, da ist einer am Dancen. Der hat das gefühlt, meine allein Musikeinlage. Und naja, ist jetzt halt auch draußen. Hat sich gelohnt, weiß ich nicht. Aber, oh Gott, ich habe eine sehr schlechte Aufstellung, sehe ich gerade. Kann nicht mal einer nach... Ah, da ist er doch. Du könntest hier über die halbe Welt laufen. Frankie, du machst den einen hier down. Zack, zack. Natürlich fliegt das noch weiter weg von mir. Ich hasse diese. Nein, ihr wisst Bescheid. Mario Rabbit Super Game. Ich komme hier nicht weiter. Ich könnte hier hin und her jumpen. Oh, maybe sogar. Oh, ich bin zu weit weg. Hätte ich von hier rüberkommen können. Ich kann niemals im Leben so weit werfen. Deswegen grab ich Peach. Genau, das war mein Plan. Deswegen grab ich Burks! Und Rosie relativ weit nach vorne. Weil sie kann ja noch laufen. Da kann sie straight up den backdashen, maybe. Mit Glück, mit Glück. Ja. Und ihm noch was reindrücken. Die kehrt zwei Züge ab, klingt Zeit, gell? Für Helden sich. War das so? Ich würde ganz kurz gucken. Ja. Ey, mit Luck wäre der raus. Mit Luck wäre der raus. Mit Luck ist er raus. Das ist... Oh, schön. Schön, sauber, ordentlich. Lohnt sich nicht. Und da ist auch keiner mehr. Also, er ist der Letzte und er grabt sich jetzt beide Teile, wenn er smart... Können die keine Teile grabben? Ich hatte in Erinnerung, dass sie die... Natürlich einsammeln können. Aber man nimmt natürlich den etwas längeren Weg. Hey, ich frage... Peach, dir gebührt die Ehre. So, jetzt müssen wir gucken. Ich hoffe, dass Donkey Kong bis zu ihr kommt. Na, er kann sie ja nur werfen. Die verteilen sich krass. Krass, nicht so gut. Aber DK könnte auch Cranky nehmen. DK hätte Cranky nehmen können. DK hätte nicht mal Peach nehmen können. Oh, das ist wild. Wie weit kannst du denn laufen, Cranky? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das Weiteste, was du kannst? Dahin. Dann gehst du auf die zwei Teile oben links. Und dann kann Cranky über DK nach vorne springen. Und das macht es einfach ein Stück einfacher.
Kann es sein, dass meine Facecam doppelt so groß ist wie beim letzten Mal? Kommt mir viel zu groß vor. Ich glaube, in der nächsten Folge mache ich die ein Stück kleiner. Na, immerhin ein Teil. Ja. Und dann würden wir, dann wäre das jetzt dann auch geschafft. Ihr könnt nichts, ihr seid Ziggis, Mann. Ihr macht 38 Schaden. Das mache ich mit meiner Zange auch. Ihr wisst, ich baue einen Computer um. Warum ich so eine Zange hier liegen habe, ist eine andere Sache. Damit baut man keine Computer. Peach, du hast so viele Leute rausgenommen. Du machst das. Machst auch noch so einen schönen Jump hier. Und kriegst Damage. Aber kein Effekt. Oh, von beiden. Ah, jetzt doch ein Effekt. Aber kein schlimm. Gut. Und neben DK hinstellen. Wunderschön beendet. Das war mega unnötig. Und wir hätten sogar noch einen Zug brauchen dürfen. Ey, das Game ist extrem großzügig, was Züge angeht. Wisst ihr, wegen Zug und Züge. Und wir machen weiter. Okay. Ja, aber das lief besser, als ich gedacht hatte. Der Regen sieht immer noch wunderschön aus. No cap. Scheint eine Flaschenpost gefunden zu haben, mein Freund. Aber ich lese mir gar nicht durch, was du zu sagen hast. Ich muss mich beeilen. Oh, hier wird's düster. Ah ja, natürlich, weil wir hier durchlaufen. Durch so eine Schlucht kommt da nicht so viel Sonne hin. Jetzt wird schon wieder ein bisschen creepy. Oh Gott, was ist das denn? Ich weiß, ich habe das schon mal gespielt, aber es ist 20 Jahre her. Oh Gott, was ist das denn? Noch ein verschlossenes Tor, aber hey, seht euch diese Korallenorgel an. Da möchte man die Tasten hauen. Ach, das ist eine Orgel. Ah, okay, das ist Simon Says wahrscheinlich. Ja. Bin ich dumm? Hä? Wie dumm muss man sein? Ich sitze vor einem Knopf, das ist mega unfair. Aber das scheint es noch nicht gewesen zu sein. Noch einmal, okay. Nochmal bitte. Bei Orange. Nein! Ich wollte das da. Ich sitze davor, das ist doof. Man kann hier außen noch. Nein, was war's, das letzte? Oh no. I see. Oh, das ist DK-Musik. Okay, ist ein geheimer Bananenknopf. Es gibt noch mal was. Ja. Waren es alle einmal durch oder war es jetzt der hier? Oh mein Gott, ist das schwer. Ha, die da, ha, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, das ist... Das ist schwer.
Ja, und was bekommen wir dafür? Ein Bonus. Okay. Ey, das war strong. Hat mich 2 Minuten gekostet. Ja, ich schreibe mir das gerade auf, dass ich weiß, dass ich 2 Minuten länger aufnehme. Okay, was ist das denn? Wir werden es erfahren. I guess. Oh, nee. Muss ich... Was? Was ist da? Und grün und... Ja, rot und blau. Ich drücke einfach jeden Knopf einmal, wenn ich dran vorbeikomme. Es scheint bis jetzt echt gut zu funktionieren. Als ob das funktioniert. Okay. Ihr müsst einfach an jedem Knopf, an dem ihr vorbeikommt, einmal drücken. Und das reicht. Ja, das war mega einfach. Zwischenboss Zermürber. Von DK. Sehr schön. Wir haben Safe Bananen vergessen. Ich werde jetzt keinen Dings mehr aktivieren. Ich komme sonst nie wieder zurück. Okay. Wir gehen. Lassen wir das an der Stelle. Bevor ich mich noch verlaufe und wir wieder eine Stunde hier drin rumsitzen, habe ich keine Lust zu tatsächlich. Da würde ich dann schon bevorzugen, weiter zu schreiten. Während ich mein Mikrofon noch ein Stück näher hole. Ist wichtig, Guys. Ist wichtig. So. Wie kann man echt lernen, wie man auf einem Piano das Donkey Kong Theme spielt? Ich trau dem nicht. Ich trau hier diesem Weg gar nicht. Der ist so creepy. Ja, und wir bekommen ein neues Rätsel. Du hast Spaß mit dem Geritter. Ja, warum nicht? Warum nicht? John, was ist unsere Aufgabe? Wahrscheinlich weiß. Wie kann ich moven? Eis. Eis. Ich könnte vielleicht mal Knöpfe drücken. Aha. Da können wir doch mal gelb drücken. Und gelb bringt mir gerade einfach gar nichts. Doch. Wait a moment. Was ist denn meine Aufgabe? Weiß ist die Aufgabe. Ja, aber das ist doch easy. Okay. Ich dachte, wenn das Spiel länger läuft, wird's. Das ist auch ein Knopf. Ah, yes, I see. Okay. Das heißt, er muss nachher wieder daher. Okay, ich habe nichts gesagt. Hä? Ah, easy. Dumm, komplett dumm. Komplett dumm. Easy. Das war nicht mein Ziel, da kommst du nachher hin. Ich bin schon ein bisschen blöd manchmal, ich weiß. Das war doch jetzt todeseinfach. Das ist einfach todesschwer. Ich kann rot aktivieren. Okay. Ja, okay, perfekt. Und ihn move ich jetzt nach hinten. Einmal nach da. Okay, bisschen tricky. Aber immer noch machbar. Gar kein Stress. Ich hoffe, wir werden mit dem LP noch fertig. Bevor irgendwie das neue Mario Rabbids rauskommt. Hello? Bevor das neue Mario Rabbids rauskommt. Ich fände das schon gut. Ich habe mir auch schon überlegt, die Folgen vielleicht länger zu machen. Aber die Folgen sind sowieso nicht so beliebt. Ich habe hier maximal 10 Aufrufe drauf. Deswegen weiß ich...
Das schaffen wir von der Zeit her nicht mehr. Egal, wir machen es trotzdem. Wer ist denn diesmal? Heidi! Eine verdammt heikle Angelegenheit. Wisst ihr, wegen Hai und so. Ich weiß nicht warum, aber mein Markenzeichen, schlechte Witze zu bringen, ist es, den Witz danach noch richtig unlustig zu erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe immer dieses Verlangen, Witze, die unlustig sind, zu erklären, damit ich sie irgendwie noch lustig machen kann. Keine Ahnung, ob irgendwer jemals überhaupt über meine Witze gelacht hat, aber das ist ja egal. Okay, ein Hammer mit einem Squid obendrauf. Thaddäus, bist du's? Ich will erst mal gucken, was der kann. Also, bevor ich da jetzt drauf losstürme. Halt, eins weiter. So, er kann... High-Tobsucht-Radius. High-Tobsucht-Karte. Okay. Er kann 6 Felder verfolgen. Macht damit 20 Schaden, wenn er uns trifft. Und er ist dabei immun gegen D.O. Okay. Eis. Da ist erstmal, glaube ich, ein guter Start. Ja. Ja. Das ist ordentlich. Dasselbe wollte ich hier machen, können wir aber nicht. Es sind so wenig Gegner auf dem Feld, da kann man sich doch auch mal offen hinstellen, um zu gucken, wie viel Schaden der Große macht. Oh, nicht. Wunderbar. Wir machen trotzdem mal die Bubble. Es war mir klar, dass wir keinen treffen. Es ist keiner im Radius. Jetzt mal gucken, was er macht. Er kann weit laufen. Ja. Sehr weit. War das eine Ulti, die er gerade gezündet hat? Man kann das nicht so erkennen. Dieser orangene Wirrwarrschein. Der kommt erst immer viel zu spät. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Nein, das erst mit uns. Aber Dankeschön, ey. Willkommen im Team, Meister. Ich muss jetzt auch noch da reinballern. Nicht nur auf DK alleine. Das ist so unfassbar strong, was da gerade passiert. Klar, DK kann nichts machen. Aber halt jeder andere Charakter kann da jetzt volles Kanonenrohr reinschießen. Ja, außer Cranky. Oh, Peach tanken, muss hier nochmal was tanken. Komm ich hier raus? Oh, nee. Trifft das mich, wenn es explodiert? Ein Feld. Sollte eigentlich nicht. Da schießen wir mal rein. Das Problem, was ich habe, ist wirklich Donkey Kong, dass er da stehen bleibt und nichts machen kann. Was für ein Super-Effekt hast du, Frage? Gar keinen. Tinte! Ich kann nichts anderes machen, das ist das Problem. Wieso schießt er nicht? Ist weird, aber okay, wir können ihn rausnehmen. Jetzt haben wir das Problem mit DK. Wir
machen den Konghauer des Todes und müssen Damage tanken. Es geht nicht anders tatsächlich. Also doch, geht schon. Er greift nicht an. Hä? Dann zünde ich auf jeden Fall das noch. Warum nicht auch das noch? Also komm, zu viel gibt's nicht. Er wird DK angreifen. Wieso kann er laufen? Er war Honig. Scam. Eigentlich sollte der Bananenwurf den anderen treffen. DK genießt jetzt erstmal gleich eine Heilung von Peach. Oh, wow, wow, was ist jetzt los? Okay, dieses ich spiel zu offen gibt's doch. Kurze kleine Sache. Das Video wird heute sowas von länger gehen wegen dem Boss. Tut mir leid. Wie viel kann er verfolgen? 6 Felder. Dann wäre es eigentlich smart, wenn ich mich hier hinstelle, weil er mich hier nicht gettet. Eigentlich. Oder ich habe mich gerade genau ein Feld vorne dran gestellt. Aber DK kann ja noch laufen. Und DK läuft auch. DK. Nein, Cranky, du musst da weg. Oh, Cranky? Du stellst dich hinter den Dude und machst ihn von hinten fertig. Wie smart. Wie die Automarke. Ja, das Video wird heute sowas von länger gehen. Es tut mir leid. Das macht tatsächlich weniger Schaden. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Wobei, wenn Tinte dabei wäre, wäre gut. Es sieht so aus, es ist ein stronger Schuss. Ja. Dann ist doch, dann hat sich schon gelohnt. Hör dich doch selber. Honig reindrücken, damit er nicht laufen kann und wir ihn zweimal direkt attacken können. Kiblam. Nein. War das ein Stoß? Niemals war das ein Stoßblock. Oh, den treffe ich. Na, dann ist doch gut. Da ist der Honig. Wunderbar. Wunderbar. Zack. Der kann nichts machen, außer halt einmal attacken. Heilung. Auf jeden Fall. DK ist einfach tot schon. So, mal gucken, was der Gegner macht. Das beschleunige ich auch gerade mal wieder. Damit das nicht so lange dauert. Okay, zwei. Oder einer? Ja, einer. Danke. Du. Ey, der wird so getötet, der Typ. Es tut mir so leid. Oh, er kriegt 70 Schaden. Er ist einfach tot. Oder fast. Wir walken einmal hier hin. Und Cranky. Boah, wie krass wäre es. Schon arg. Und Peach schickt einfach eine Bombe rein. Ich weiß, alle werden angegriffen, aber... Ah, hier kriegen trotzdem beide Schaden und sie sterben. Aber Cranky kann einschlafen lassen für eine ganze Runde. Kommt er nicht? Doch. Oha! Sorry, dass ich an dir gezweifelt habe, mein Freund. Aber ey, ich nehme alles in Kauf. Es war ein Abseits. Nein! Der ist nicht mehr im Radius.
Peach, du musst auf jeden Fall babbeln. Er ist nicht mehr im Radius von Cranky. Oh, das war stupid. Die Bubble hilft tatsächlich, 28 Punkte aufzuhalten. Er kann doch nicht zweimal, oder? Ihr seht es, dieser Schein, dieser orange Schein, er kommt viel zu spät, wenn man einen Dings macht. Ja, okay. Jetzt wäre die Aufnahme vorbei. Aber ich glaube, wir schaffen es noch in der Runde tatsächlich. Wenn er sich hier mal ein bisschen beeilen wird. Ja, ball einfach rein. Schade. Oh, er könnte vielleicht doch überleben mit Protector. Oh, nicht so gut. Ja, wobei. Ja, wobei. Wobei. Ah, er macht Nahkampfangriff. Okay, wusste ich nicht. Ich kann den nicht... Achso, hochheben. Makes sense. Frankie könnte tatsächlich dahin. Rip. Ja, dann lasse ich Cranky gar nicht erst angreifen. Wenn Cranky sterben könnte und mir das mein Perfekt nimmt, dann werfe ich hier lieber rum. Bla bla bla. Oh, kriegt Peach das überhaupt noch hin? Sonst muss ich doch mit Cranky. Aber mit Cranky als letztes. Ich habe mich sehr dumm hingestellt, ich weiß. Ich krieg alle drei Schaden. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nee, kriegen sie ja nicht. Er macht ja keinen Angriff. Okay. Cranky, beende es. Nee, doch, Cranky macht das. Cranky macht das. Cranky macht das Ding. Bam. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao. Ernsthaft? Ciao, ciao, Leute.